herzlich willkommen zu Knack auf der PS4. Ja, warum auch nicht? Haben wir uns gedacht. Wir hatten jetzt eigentlich versucht, ja den Splitscreen-Modus zu starten, aber dann ist uns aufgefallen, dass das gar nicht geht und wir dafür eine PS Vita bräuchten. Ja, zumindest laut meinen Internetrecherchen. Wir haben schon mal reingeguckt und festgestellt, dass es scheiße schwer auf normal ist, deswegen werden wir auf einfach spielen. Werden wir das? Ja, oder? Ja, können wir machen. So, Neues Spiel. Wir können uns jetzt Pussy nennen oder wie auch immer, aber... Das Spiel ist auch schwer. Damit wir jetzt nicht alle 5 Minuten sterben, würde ich sagen, machen wir vielleicht. Ja. So, und den werden wir überschreiben, weil das ist der, den wir... Gerade zum Test benutzt haben. Zum Test benutzt haben, genau, so sieht's aus. Also ich sage, starten wir einfach mal. Tun wir das. Heute an einem Sonntagnachmittag. Ja. Gut geschossen. Also ganz ehrlich, ich habe mir, als ich mir Knack vorbestellt habe, absichtlich. Absichtlich hast du es vorbestellt. Absichtlich. Unbeabsichtigt kann man sich was vorbestellen, wenn man bei GameStop sich eigentlich Killzone holen will und die einem für 50 Euro Knack quasi hinterher schmeißen. Bundle, ne? Genau. Und ich habe mir Knack eigentlich ganz anders vorgestellt und ich habe irgendwie gedacht, keine Ahnung, das ist irgendwie wie Lego, nur ohne Panzer. Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, bei dem Spiel ist es wirklich auf den Schwierigkeitsgrad bezogen, nicht auf den Brutalitätsgrad. Ja. Dies hier sind Aufnahmen aus den Hochlandklippen von vor 2 Tagen. Wie es scheint, sind die Kobolde nicht länger nur ein kleines Ärgernis, sondern sie sind in der Lage, einen stark befestigten Außenposten einzunehmen. Du magst Jana doch, warum hast du das? Doktor, danke, dass wir uns hier treffen können. Wie konnten diese Kobolde es schaffen, in so kurzer Zeit von Pfeil und Bogen zu Panzern und Gewehren? Ja, ich würde mal sagen, die haben Area 51 geplündert, haben den Alien gefunden und haben den erstmal nach ein bisschen Technologie gefragt. Ja, wir hätten da so einen Bauplan für so einen Panzer. Wir liegen mitten im Koboldland. Ich kann euch alle hinbringen. Das ist schön, dass du die da alle hinbringen kannst. Am besten auch deinen Friseur. Victor Industries begrüßt diese Gelegenheit, das neueste Modell meiner Sicherheitsroboter zu testen. Während menschliche Stärke natürlich wünschenswert ist, braucht die Expedition etwas weitaus Stärkeres gegen die Waffen dieser Kobolde. Die Hightech-Bewaffnung dieser Roboter dürfte für den Erfolg der Mission unverzichtbar sein. Noch weitere Fragen? Ja, ich melde mich. Ich mich auch. Na schön, dann bilden Ryder und Victor wohl unser Expeditionschor. Ja, Doktor? Bevor die endgültige Entscheidung gefällt wird, würde ich Ihnen allen gern etwas zeigen, das ich entwickelt habe. Ich habe Kuchen gebacken, den möchte ich Ihnen zeigen, bevor Sie auf die Expedition gehen. Gut. Ich wäre so der Tortenfreund. So ein Schmandkuchen ist schon was Feines. Oh, ich krieg Hunger, hör auf. Schmandkuchen. Gibt's bei dir in der Ecke Edeka? Nein. Wir haben heute Sonntag. Ja, das ist das Problem. Fang an. Ey, hat die Dönerbude auf? Ja, eigentlich schon. Oder wir fahren zu Dominos. Ist ruhig. Wenn du mit deinem Auto das fahren kannst. Ja. Hast du ja gerade bei GT gesehen, ne? Ja. So, bewegen. Wir nutzen den linken Stick. Wer hätte das kommen sehen? Guck mal, springen kann ich auch. Was Sie hier vor sich sehen, ist meine größte Springbohne. Oh, sehr kompliziertes Angreifen. Das System, okay. Kann man ja mal machen, ne? Guck mal, da hat er nicht. Aua, da hat er nicht gerechnet. Guck mal, der Lebensbalken oben links ist noch ganz süß. Ja. Du hast ja schon wieder ein Fünftel abziehen lassen. Ich würde sagen, ich zocke jetzt einfach mal das Tutorial hier, ne? Ja. Du dann nachher zocken darfst, das weiß ich noch nicht. Das finden wir dann später raus. Aber mir ist... Wir doch auf normal umstellen, ne? Und unseren Lebensstil ermöglichen. Ja, lass doch machen. Ich meine, es ist wirklich lösbar. Ja, das schon. Aber guck mal, wenn es uns zu einfach sein sollte, dann... Kann man denn jetzt noch so hochstellen? Oder... Geh mal auf Start. Aktion. Nö. Na gut, der Zug ist abgefahren. Na gut, zocken wir auf leicht.
Aber der, auf normal ist dann wirklich schwer. Das haben ja auch schon die Tests gesagt. Das ist wirklich heftig. Ja, also wenn ihr Kinder habt, dann ist es ein super Spiel für die. Das ist mein voller Ernst. Aber am besten spielt ihr das mit denen zusammen, weil der Frustfaktor wahrscheinlich relativ hoch sein wird. Aber ohne. Ja, die erste halbe Stunde müssten wir gespielt haben, das stimmt wohl. Wir waren ja nicht viel weiter als das, das Intro hier. In die erste Höhle sind wir gekommen. Stimmt. Au! Ja, jetzt nicht mehr. Au! Du nimmst auch alles mit, ne? Alter, also ohne Scheiß. So, jetzt warten wir. Es ist wie ein Toaster, nur anders. Lauf, lauf, lauf. Arg. Meine Fresse. Siehst du, da geht schon los. So, jetzt lauf durch. Wunderbar. Geht doch. Ich hab's geschafft. Also das Spiel ist eigentlich gar nicht so schwer. Der ist einfach nur ein bisschen Plemm, der, ja, links, der links neben was mir denn sitzt. Was denn? Komm, kotz dich aus, Junge, kotz dich aus. Dann musst du dir aber einen neuen Pulli anziehen. Pass mal auf, der macht gleich das gleiche wie mit den ganzen Viechern da. Und dir da. Ach, der Raum hat nicht drin. Ach so, das ist hier Ventilator. Ah, guck mal, wir haben Schutzschild. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, genau. Erst die Tussi weg, dann den weg. Und den weg. Also ich frag mich ja, mir fällt gerade ein, wir haben das doch damals im Mediamarkt mal angezockt, da hatten ja diese... ja, da waren wir irgendwo in so einem Stadtlevel unterwegs. Genau, und da will ich nochmal hin, weil das fand ich richtig geil. Und jetzt frage ich mich ernsthaft, wie riesig dieses Spiel eigentlich ist, weil... 8 bis 10 Stunden dauern muss ich, was will ich mit der Killzone dauern ungefähr. Killzone müsste ich auch mal anfangen. Hast du noch nicht? Nö. Oh, ja, ich habe ja schon angefangen gehabt, aber... Ich werde wahrscheinlich jetzt nochmal neu anfangen in den LP. Ja, ich mache ja im Moment Ghosts. Battlefield habe ich ja komplett durch. Wovon diese ich... Diese Scheiße mit Battlefield, ich könnte mich jetzt schon wieder auf... Wovon wir... Nicht von diesem Spiel wovon wir euch direkt mal abraten, weil das ist echt mies. Zumindest jetzt noch. Und wir raten euch dann eher zu Assassin's Creed oder... Also das Spiel selber ist nicht mies, sondern halt einfach nur... Die Umsetzung, weil alles was in... Dass die ganzen Server... Also das Spiel an sich ist geil, nur die ganze Technik von rum, die ist halt irgendwie ein bisschen... Am Arsch. Ja. Weil alles, was sie in 3 geil gemacht haben, haben sie in 4 versaut. Ja. Jetzt Kiptomia! Meine Fresse! Oh oh, es juckt mich. Wo juckt es dich? In meiner Nase. Ja, dann rotzt doch nicht ins Mikro rein! Meine Güte. Du bist auch ein bisschen größenwahnsinnig, kann das? Ja, ich weiß nur, wie ich mich gut in Szene setze. Wie Sie unschwer erkennen, kann Neck Explosion. Ja, lass knacken, ne? Hör mal, ich hatte selten so einen Schenkelklopfer gehört, ne? Keine Ursache. Erstmal kopflos durch die Wand. Scheiß Spielzeuge! Ich war vernünftige Gegner hier haben. Woo! So viel dazu. Ich hab ja fast die Zielung ausreichend. In Zeitlupe. Ja, das sind aber die mit die geilsten Battles, muss man ja mal sagen. Ja. Durch den Durchgang. Boah, ich habe heute Morgen eine Doku über Lego-Steine gesehen. So eine Doku über Lego-Steine? Ja, ich habe eine Doku über Lego gesehen, wie das entstanden ist. War schon ziemlich cool. Ah, wie sind entstanden? Es war eigentlich Holzspielzeug in Schweden. Weil der, ich habe den Namen von dem Typen vergessen, das ist ein Schwede, den Namen kann ich mir nicht merken. Der hat damals eine Schreinerei gehabt und hat dann immer nebenbei Holzspielzeug gebaut und daraus wurde dann später Plastikspielzeug, weil das alle Leute so gut leiden konnten. Fanden die alle total toll. Und daraus wurde Lego. Weil ich meine, Le und Gott bedeutet irgendwie spielschön. Und daraus hat er gemacht Lego. Hoho! Jawoll! Alter!
Müssen ja ein bisschen Größen wandeln, ich kann das mal. Alter. Ich weiß einfach nur, wie man die Bude rockt. Da war der Zar ja mal nix gegen. Auf jeden Fall. Hast du Indie gerade aus dir raushängen lassen? Ja, so ein bisschen, ne? Ja, die Filme waren schon geil, muss man ja mal sagen. Ja. Vor allem, von wann sind die? Die sind schon was älter. 80er. 80er? Ja, der erste kam auch mal in den 80ern. Ja, die fand ich schon ziemlich cool. Neck kann sich durch die Kraft der Sonnensteine auch selbst in einen Sturm aus Relikten verwandeln. Kreis Viereck. Kreis Viereck, nicht Kreis Kreis. Ich bin die ganze Zeit Kreis Viereck. Neck, jetzt zeig uns, was dein Sturmangriff bei diesen Gegnern. Jetzt machen wir erstmal das Ding kaputt! Woo! Aber da sind die Tornados in der USA ja gar nichts gegen. Das war ich die Amerikaner. Neck mit der Energie der Sonnensteine seine bereits herausragenden Kräfte noch weiter steigern. Der hat gerade irgendwie so ein bisschen retarded geguckt. Findest du nicht auch? Der sieht aus wie ich. Total strunz, immer. Ja. Weißt du, wo ich hier bei den Laufbändern trainieren muss? Oder ganz YouTube-Videos, wo die ganzen Leute immer auf die Laufbänder draufhüpfen und dann da hinten so flupp, weg. Ja, hatten die gestern auch noch in Fail Army gedöns, was wir geguckt hatten. Da ja. Hatten die auch noch einen. Hab ich auch Alter, die haben keine Schnitte. Wow. Wie er den auseinandergenommen hat, eiskalt. Ja, guck mal, so gehen Helden aus dem Raum. Ach, ja, deswegen humpel ich ihn. Wirklich beeindruckend, Doktor. Sie nennen ihn Knack, ist das richtig? Eigentlich nenne ich mich selbst Knack. Ich nenne dich immer Knack! Mir kommt da doch recht zerbrechlich vor. Wenn wir Kobolde jagen, bekommen wir es mit anderen Gegnern zu tun, als mit solchen lahmen Blechkameraden. Und was genau wollen Sie damit sagen, Victor? Tja, ich habe ein paar meiner Sicherheitsroboter dabei. Wenn Ned die besiegen kann, gönne ich ihm seinen Platz in der Expedition. Geht klar. Warum gehen wir nicht raus in den Garten? Da ist es nicht ganz so eng. Geil. Schade, nicht funktioniert. Du erinnertest mich gerade an den Rottweiler unseres Nachbarn. Das wird sich ja jetzt zeigen. Easy. Easy going. Du hättest die Steinchen da mitnehmen können, rechts. Ich hab doch Steine mitgenommen. Nein, rechts, rechts, rechts. Da, kaputt machen. Guck mal. Na gut, der ist ja fast voll, also. Der hat sich richtig einen angesoffen. Genau, wir wollten das ja auch besoffen mal zocken. Wir wollten das eigentlich auch mal besoffen zocken. Machen wir auch jeden Fall. Aber das können wir jetzt um die Uhrzeit nicht bringen. Nee. Oh, schon dran, zu ich fährst einmal durchs Blumenbeet. Ja. Kurz mal ein bisschen aufräumen. Mit der Kraft der Sonnenstrahlen. Aber selbst in nicht besoffenem Zustand ist das Spiel schon geil. Das ist geil, die kann ich noch nicht. Dieser Explosionsangriff kann sogar mehrere Ziele gleichzeitig treffen. So, was war auch? Also hier waren wir ja schon. Bis irgendwo hier in der genau, bis Ende von Lederle waren wir, glaube ich, nur noch 5 Minuten vom 9. Ja. Von daher wissen wir, dass hier in den Gewölben so seltene Gegenstände drin sind. Gegenstände drin sind. Aber ich meine, du kannst auch sehen, ob deine Kollegen das schon haben, ne? Ja, du kannst auch dir das, glaube ich, genau, du hast einen versteckten Gegenstand entdeckt. Du kannst auch dieselbe Art von Oh, ich hab einen Trophäe! Yeah, ich hab Trophäe! Ich hab mehr Trophäen als du. Du kannst auch dieselbe Art von Gegenstand wählen, die hier einer deiner Freunde gefunden hat. Zeig an, was könnte erinnern, das Geheimraum ist. Ich hab kein Bock zu viel sagen. Ich gebe Supermus und Fassen. Was nehme ich denn? Nehme ich jetzt deins? Meins ist auf jeden Fall wertvoller. Hol ich mir! Mops, der sich erstmal fett meins. Noch eine Trophäe geholt.
Eiskalt. Ich muss erstmal wieder den System-Sounds einstellen, dass er einen Pling macht. Aber kann man das einstellen? Ich meine schon, ja. Ich habe keine Ahnung. Aber was man generell noch bei Systemen einstellen müsste, wäre mal ein neuer Hintergrund. Ich habe noch nicht gepeilt, wie das gehen soll. Ah, du stellst schon wieder Anforderungen. Sei doch froh, dass erstmal die ganze Scheiße hier am Laufen ist. Da hätte der Zar aber mehr Sinn gehabt. Was denn für? Hat auch super funktioniert. Ja. Also vielleicht muss ich sagen, das ist jetzt wirklich ziemlich leicht, weil hier an der Stelle sind vor allem zum Beispiel beim Probedurchlauf schon fünfmal verreckt, glaube ich. Ja. Dann stirbt man halt jetzt weniger. Dann seht ihr das halt ohne zu sterben. Hat auch was. Weil auf normal ist das schon ziemlich unangenehm. Auf normal, ja, es ist wirklich so. Mach dich weg da! Okay. Ich muss dem einfach mal zeigen, wo der Hammer hängt hier. Also mein Hammer hängt woanders. Hast du irgendwie Schmerzen? Nee, hab ich nicht. Einfach nur Bilder im Kopf, die ich da nicht haben will. Du musst dir eingewöhnen, dir sowas bildlich nicht vorzustellen. So, da war dein Zar. Ein seltener Gegenstand, was ist denn das? Knack kann Sonnensteine von besiegten Gegnern sammeln. Oh. Oh, was holst du jetzt in der Aufnahme dein Handy raus? Was ist denn bei dir kaputt? Ja, ich hole jetzt mein Handy raus, ganz krass. Es vibriert sich einen ab und ich wollte das unterbinden. Muss ich mir mal fett in die Hose greifen. Aua! Also dafür, dass das ja so leicht ist, hast du gerade ziemlich gefressen, würde ich mal sagen, ne? Leicht ist? Ja, du kannst gleich auch mal. Ja, gerne. Boah, ich mag die nicht. Sieht doch nett aus. Der nächste. Attacke, Jungs! Sag ich auch ein bisschen größer, du. Mengenrabatt. So, mach weg! Junge! Da hat's geknallt. Aber mal sowas von. Immer mit der Faust durch die Wand. Was bist du denn für einer? Ich hab gar keine Special-Muste. Nein, bevor du auch nur auf die Idee kommst zu stampfen, finde ich es jetzt. Du Unterbinder, du. Du bist der Soßenbinder von Maggi. Maggi fix und fertig. Boah, ich find diese Werbung so ekelhaft, ne? Boah, da wollte die Sonne schon wieder schlagen. Weil ohne Scheiß, wenn du Soße machen willst, dann machst du das selber. Das ist nicht viel Arbeit, aber nicht dieses künstliche Gedöns. Mann, soll ich was schmecken? Ja, komm, aber ganz ehrlich. Was ist für eine Wirbelsäule hat, ey? Ah, da hab ich jetzt hier gefunden. Sieht aus wie ein Splitter. Playstation, ja, genau. Kombo-Zählerteil. Hast du, kann sein, wenn du 8 Gegner in meinen Verbunden selbst zahlen zu nehmen. Das ist das Zerbrechen von Sonnensteinen, aber liegt das. Ach, scheiße, was du da genommen hast. Ja. Will auch keine so haben. Nee, will nur jeder Eber haben. Mein Gott, war der schlecht. Ja, mein Gott, war der Spruch schlecht. War schon wieder, Das hatte was. Ganze. Einfach die ganze Zeit immer doof auf Viereck ein. Wie viel kommt denn da noch? Genug. Hey! Macht man nicht so eine Scheiße? So. Alter. So. Tobsuchtsanfall. Da. So! Ah, dieses Ratchet & Clank, was jetzt kommen soll für die PS4, das werde ich mir auch mal angucken. Ja, das ist doch schon ein Teil für die PS3, ne?
Ja, ja, klar. Boah, guck dir mal an, du, das ist ein Muskelprotz. Nicht die schöne Figur. Charlotte. Tut mir leid. Du wirst leiden für das, was du getan hast. Oh. Ich glaube, das nimmt er jetzt persönlich. Das Verstärkung geholt. Die können gar nichts, ihr Wichsviecher. Die können gar nichts, ihr Wichsviecher. Mhm. Jedenfalls, grammatikalisch war das echt super. Oh, da kommt schon wieder mit. Alter, die hauen die aber ganz schön auf die Mappe. Frag mich, wo lass mich machen? Siehst du mal, ja, jetzt hab ich den auf die Mappe gehauen. Du Held. So sehen Sieger aus. Schalalalala. Alter, sind wir kaputt. Bin ich immer noch zu zerbrechlich? Wie es aussieht, kommt der liebe Doktor wohl doch mit uns. Aber das willst du doch. Und dass er Nack mitbringt auch. Eine tolle Demonstration, Doktor. Oh ja, Nack muss unbedingt mit auf die Expedition. Ich frag mich, was Charlotte wohl von Nack gehalten hätte, wenn sie noch hier wäre. Oh, hallo, ist das die Frau vom Prof? Ich denk schon. Wahrscheinlich ist die verstorben, ne? Wahrscheinlich. Schweigenminute? Nee. Dann nicht. Hallo Junge, wir haben nicht den ganzen Tag. Hey Doc, danke, dass du dich um meinen Neffen kümmerst. Wie groß er geworden ist. Tja, Ryder, es war leichter, als er noch klein war. Jetzt fragt er ständig, warum und wieso und will alles diskutieren. Er kann eine echte Nervensäge sein. Du brauchst wohl mal eine Pause. Ich könnte ihn doch für ein paar Tage nehmen. Oh, gerne. Nur zu. Lucas! Wir zwei sind wieder ein Team. Ich guck dir mal an, wie groß der ist. Das ist einfach nur... Ohne Witz, der erinnert mich irgendwie an so einen Transformer. Ja, so ein bisschen. Ob der noch größer werden kann? Keine Ahnung. Kann losgehen. Aber das ist schon eine der höchsten Evolutionsstufen. Hey! Höchsten Evolutionsstufen zu sein! Ja gut, groß ist nicht immer gleich gut, ne? Tja, meine Liebe, wünsche uns Glück. Das ist doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, den Part zu beenden. Ja. Machen wir hier mal gerade einen Break. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet morgen auch wieder ein. Dann geht's nämlich weiter. Ja. Auch ohne Pausebildschirm. Und wir wechseln jetzt einfach den Controller. Machen wir das? Ja, wir machen das jetzt. Cool. Ich zocke jetzt weiter. Gut, cool. Dann bis morgen. Ciao.